Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed 4. Heute machen wir noch die Assassin-Aufträge hier. Damit wir Nassau auch zur Wechsel mal zu 100% abgeschlossen haben. Der Piratenkapitän, nicht den Kämpfer verwickeln lassen, eine Bande von Tabula-Verbrechern hat kürzlich vor der Küste einige Handelsschiffe aufgebracht. Sie verstecken sich und die gestohlenen Güter irgendwo hoch in der Stadt. Ja. Dann kümmern wir uns mal darum. Tschüss, du Vögelchen. Ah, dahin muss ich also. Danke für den Tipp. Dann traveln wir doch mal dorthin. Und natürlich komplett ohne Kämpfe. Ich hoffe, die spontanen. Na, was heißt spontan, aber diese Jump Cuts sind nicht allzu schlimm. Naja, aber auf dem Weg dorthin gibt es halt meistens nicht so viel, okay? Oh, ist denn hier unser Ziel? Ihr seht uns nicht mal an, das dumme Arsch. Oh, oh. Das werden wir gleich noch sehen. Sagen die Weiber in dem Grundfall irgendwo zwischen Angst und Lust. Bestimmt, Kollege, bestimmt. Ich ergebe mich nie und rudere nie zurück. Und diese Schnee über diese Insel herrschen. Und das nur, weil ich sie bisher noch gewähren lasse. Ups. Heimlichkeitsbonus. Ich meine, ich habe mich nicht direkt in einen Angriff verwickeln lassen, ne? Das ist erst danach passiert, nachdem er gestorben ist. Hallo, ich drück doch eh. Mein Gott. Ich meine, nicht so zimperlich, ja. Ihr kommt doch alle noch dran. Ist doch gut. Was? Ah, cuts up, no, not so easily, aber very easily. Oh, guck mal, easily. Möchtest du dich auch easily verloren lassen? Oh, ich habe ihn nur in den Arm geschlossen. Tut mir leid, ich werde dein trauriges Leben beenden. Ich wollte eigentlich meine Schwerter ausrüsten. Müssen wir nachholen. Kann ich ihn nachträglich abstechen? Oh, schade. Na gut, laden wir erstmal ein mit die Waffen nach. Und ja, ich habe 3 Musketen, das ist mir aufgefallen, als ich versucht habe, Möwen abzuschießen. Hast du wenigstens was dabei, du Arschloch? 10 Rupien, pfeh. Der ist ja gar nichts. Scheiß Wildschweine. Komm her, dich will ich umbringen, du altes Schwein. Du alte Wildschweine, du alte Patzer, wo bist du jetzt hin, ne? Er ist eine große Fräse und dann haust du ab, he? Ah ja, so habe ich gerne. So, was stehen wir als nächstes an? Lass mich raten. Töte diese Person in Auftrag. Die Gesetzlosen. Eine Bande Gesetzloser ist für die Ausbreitung von Gewalt und Brutalität in der Stadt verantwortlich. Sie treffen sich häufig in den Sümpfen vor der Stadt. Töte ihren Anführer und beende ihre Angriffe. Na, als hätte ich es kommen gesehen. Uiuiui. Ich weiß übrigens nicht, ob das nicht ein bisschen cheap ist, dass ich den Typen einfach einen Kopfschuss verpasse. Aber ganz ehrlich, warum nicht? Lol. Oh, wo kann man mit dir rum? Du wirst ja bestimmt nicht auf dem Dach stehen, nur als Obermacker. Meine Häuschen waren wir ja auch schon mal. Ich kann dir jetzt sofort geben, was dir zusteht. Die Nase in meinem Gesicht. Deine Nase will ich gar nicht haben, Mann. Holziges Ding. Flosse von einem Schweinswal. Oi, sei kein Hundsfott, hörst du? Wir haben noch was zu erledigen. Ah, da ist er ja. Ja, ich sehe ihn doch. Okay, raste doch nicht gleich aus. Hey, ich habe Nassau abgeschlossen. Ich glaub's ja nicht. Aber ich habe noch keinen Hasen abgestochen. Den habe ich noch nicht gesehen. Komm her, ich lasse mich gerne in Kämpfe verwickeln. Let's fucking go. Okay, ich hab... Was habe ich gerade getan? Lol. Hast du das? Ich auch, guck. Lass mich kurz mal... Oh Gott, der hat eine Granate geworfen. Ich meine, ja, jetzt angekündigt, da gehst du. Ich hab vergessen, wie ich diese Kombi-Angriffe mache. Ich glaube, Drive, oder? Lol. Vertreibt man nicht gleich. Nee, möchte ich gar nicht. Dankeschön.
Du fettes Schwein. Warte, lass mich kurz nachladen, ja? Alles der Reihe nach. Wir können über alles reden. Dankeschön. Was hält der denn auch alles aus, nur weil er fett ist? Das war kurz knapp geworden. Ich habe vergessen, wie man diese... ja, Schnellschussangriff-Dinger, was auch immer macht. So, den möchte ich jetzt aber noch umbringen. Das ist, was Persönliches. Ich bin sehr dankbar dafür, dass sie das Schießen einfacher gemacht haben, aber die Maussteuerung ist trotzdem noch schwierig. Ne, I don't know. Muss man die Kumpel umlooten, ne? Als ob ich mir Munition kaufe, bin ich dann. Hallo. Touch, touch, touch. 6 Kugeln. Oh, das ist doch nice. Okay, auf zum Händler. Ja, gucken wir doch erstmal beim Hafenmeister nach. Nicht beim Hafenmeister, beim Gemischtwaren. Händler nach, was es da Schönes gibt. Mark? Na Kumpel, was hast du im Angebot? Ja, eine scheiß Treppe hast du auf jeden Fall. So tun, als wir sie sauber machen, ja? Ja, ja. Pistolensets, das klingt doch gut. Was hast du nur so? Piraten-Donnerbüchse, ein paar sperrige Donnerbuchsen. Normale Radschlosspistolen. Auf größere Distanz, oder? Das wäre lustig. Kanonenlaufpistolen. Ah ja. Nö, ich bin dafür, dass wir uns die mit der Reichweite holen, oder? Ich meine. Ja gut, die macht wenig Schaden. Das ist natürlich scheiße. Also die macht sehr wenig Schaden. Welche habe ich denn momentan? 3 oder was? Also mit 3 Reichweite. Ja, das sollten wir. Kanonenlaufpistolen, oder? Macht 3 Schaden, 2 mehr als sonst und hoch betäuben. Okay, wollen wir's. YOLO. Dankeschön. Okay. Sind gleich alle geupgradet, so wie es scheint. Verstehe. Munition ist da was Besonderes im Angebot. Na, ich wünsche, man könnte die Raupen verkaufen. Kunstgegenstände, tolle Dekoration, Frachtverkaufen. Oh ja, Frachtverkaufen, genau. Zucker und Rum. Oh, ist ja nicht so viel, ne? Aber machen wir mal. Ich meine, er wird nicht für Upgrades Ejector benötigt, aber sie können ihn zu einem guten Preis verkaufen. Ich wollte gerade ihm sagen, vielleicht können die ihn ja saufen, aber scheinbar nicht. Dann vergelfen wir das mal. Bestätigen. Ja, bestätigen. Mein Gott. Ist aber ziemlich wertlos im Vergleich zu dem, wenn das, naja, egal. Jagdbeute verkaufen. Oh, möchte ich das schon? Weiß ich nicht. Ich glaube, das behalte ich mir erstmal noch. Gut, dass wir Jagdbeute auch kaufen können. Einfach können wir dieses komische Walleder oder was das war kaufen. Maiknochen, aha. Nee, das Walleder können wir scheinbar nicht holen. Na gut. Monturen. Diese Vorschau ist maximal nichts sagen, möchte ich behaupten. Deswegen bin ich mir überhaupt nicht sicher, was ich holen soll. Politiker. Geil. Ich weiß nicht, warum ich das habe. Wahrscheinlich mit Premium Edition oder whatever. I don't know. Aber ich muss sagen, der Piratenmantel sieht schick aus. Ich hole mir den Piratenmantel. Geilo. Kunstgegenstände. Bringen die irgendwas, außer dass die hübsch aussehen? Also hübsch ist auch relativ, ne, aber... Dino-Büste, Adlerfigur. Ich glaube, wenn, dann will ich eine Adlerfigur haben. Let's go. Ich weiß halt nicht, ob das irgendwie einen Moraleffekt hat oder irgendwas, keine Ahnung. Das würde mir wahrscheinlich immer mal sagen. Mit den Schwertern bin ich eigentlich bis jetzt ganz gut gefahren. Also ich glaube, die behalte ich erstmal. Okay. Good fortune attend you. Findest du.
Ja, komm, oh, ja, komm, das sieht doch geil aus. Das ist ein guter Kauf gewesen. Das gefällt mich. Das gefällt mich. Halt's Maul. Okay, gucken wir uns dann mal noch den Hafenmeister an. Der ja hier ist. Gucken, was wir uns so für Schiffsupgrade leisten können, wenn überhaupt. Hallo Hafenmeister, der nicht am Hafen ist. Hm, suspicious. Naja. Kaufen. Was kann ich denn kaufen? Neue Schiffe vielleicht gleich. Erstmal das Aussehen ändern, bevor man überhaupt irgendwas macht. Oh, es kostet 500 irgendwas. Was ist das? Das ist Premium-Währung. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Ich dachte, ich hätte mir was Schönes gekauft als Dekoration. Mensch. Mörser. Das kann ich mir eh nicht holen, weil ich noch nicht in der Story weit genug bin. Na komm, holen wir uns doch hier Stärke. Der Feuerfässer. Ich glaube, ich habe gar keine, oder? Schwere Kugeln. Ja, oder? Ich meine, was soll der Geiz? Wir haben ja das Geld. Dann holen wir uns noch einen Mörser. Und noch ein Mörser. Nee, wo ist denn das hier? Und noch mehr schwere Kugeln. Okay, langsam wird's teuer, aber es macht ja weiter nichts. Dafür haben wir ja Geld geholt, ne? Elite-Version der schweren Kugeln, naja. Und ein paar Feuerfässer. Die wir bestimmt auch benutzen können, dann irgendwann mal. Und schon haben wir kein Geld mehr, Mann. Ich bin ja beeindruckt. Da oben ist die Ressource, die wir brauchen. Egal, schwere Kugeln. Wie teuer wäre 500? Ja. Dann muss ich mir nur noch mal angucken, wie man die Munition wechselt. Schwere Kugeln. Schwere Kugeln gleichen verheerenden Schaden beim Gegner an, allerdings nur auf kurze Distanz. Sehen Sie mit Maus zur Seite und drücken Sie linke Maustaste, um zu schießen. Okay. Das muss ich eventuell noch mal trainieren. Bevor ich das kapiere. Ja. Blinke, blinke. Ich meine. Ne? You have my thanks. Nein, you have my thanks. Jetzt hast du meine Kugel im Kopf. Schade. Hätte ja funktionieren können. Naja. Ich würde mal sagen, bevor wir jetzt mit der Hauptquest noch weitermachen, würde ich die Taverne mal ganz gerne besuchen. Drei Schiffskörper, kurz sagen, schön. Einfach weil mich der Punkt Information beschaffen interessiert. Was das bedeuten könnte. Ich weiß es ja nicht. Deswegen. How fair, dear friend? A drink? Information beschaffen, okay. Was für Information? Wische. Hoffentlich war das Wasser nicht vergiftet, du Arschloch. Marinekonvoi, aha. Okay. Oh, ist ja auch relativ in der Nähe, würde ich mal behaupten, oder? Da kann man ja mal hinsegeln. Bleibt der Marinekonvoi da jetzt für immer, oder verschwindet der? Gute Frage. Was ist das hier für ein Spiel? Das ist wieder dieses dämliche Spiel, was ich nicht schnalle, ne? Nee, das kannst du mit dir selber spielen, aber ich hab Bock. Wollen wir uns den Marinekonvoi angucken? Aber jetzt ist gerade schlechtes Wetter. Na, weiß ich nicht. Nee, komm, wir gehen zu der Quest jetzt. Genug hier rumgeplempert. Gleichzeitig können wir herausfinden, ob der Marinekonvoi sich verpisst. Aber dafür, dass man nur 200 Rupien dafür zahlen muss, ich glaube, der verpisst sich. Na, ihr Süßen? Prisen und Plünderung? Oh, zeig mir eine Prise. Morgen, Kenway. Gar keine so üble Zunderbüchse hast du da. Du bist ein wenig grün, Hornigold. Ist es Neid? Weil meine größer ist? Nein, muss dieser jamaikanische Knaster sein. Das spanische Zeug ist mir lieber. Naja, im Ring zu rauchen ist so schwierig. So, nun hast du also deine eigene Brig. Fein. Ich werde dir zeigen, wie man sie richtig segelt. Und wie man ordentliche Prisen einfährt. Thatch, wir treffen euch am alten Fischerdorf. Hi. Hi. Noch ein Tutorial. Hurra. Hinweise, drücken Sie E, wenn der Gegner zuschlägt, um ihn zu kontern. Ach, wirklich? Das wusste ich ja noch gar nicht.
Es wird mir auch nicht in jedem Fall gesagt. Wo ist dein Steuermann, Kenway? Tot. Ich steuere meine Schiffe gern selbst, Ben. Es hält mich wach. Dann nehmen wir etwas Fahrt auf, oder? Ich brauche keinen Lehrer. Wie viele Prisen haben wir zusammen als Freibeuter eingebracht? Ein Schoner, meine Rühr und Fürch, Mann. Ja. Das wäre eine schöne Beute. Gut. Findest du? Bring uns näher. Wenn du die Prise nimmst, zeige Autorität und verlange Respekt, den du dir selbst nicht erweisen würdest. Das verzaubert einfache Gemüter, du wirst sehen. Deine Opfer müssen stets die beunruhigende Idee im Hinterkopf behalten, dass du dich jeden Moment vergessen und sie der Länge nach aufschlitzen könntest. Was blitzt da oben immer ein, wenn ich mir das angucke? Ach so, die Information, ja, ich sehe. Ich dachte, ich wollte schon sagen, ich dachte, er zeigt mir vielleicht auch an, was auf dem Schiff drauf ist. Aber ja, Holz wäre nicht verkehrt, ne, weil ich brauche ja ein bisschen Holz. Feuere nach Belieben und lande ein paar Treffer, wenn es sein muss. Doch um Himmels Willen versenk sie nicht. Macht keinen Spaß, die Fracht aus dem Meer zu angeln. Nicht? Auch wenn das möglich ist. Da ist sie am schwächsten. Ich will sie ja nicht hochjagen eigentlich. Mörser, Sie können auch den Mörser auf große Entfernung opfern. Halten Sie Q gedrückt, den Mörser C-Modus zu aktivieren. Bewegen Sie Mausrad zum Ziel. Ja, okay, Mörser würde das Schiff wahrscheinlich versenken. Wahrscheinlich bereit zu schießen, Sir! Ehrlich gesagt, dieser Schiff. Feuer! 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 Manövrierunfähiges Schiff. Wenn ein Schiff brennt, ist es manövrierunfähig. Sie können dann entweder nahe heransegeln und S drücken, um es zu entern, zu versuchen, seine gesamte Fracht zu plündern, es beschießen und versenken, um die Hälfte der Fracht zu erhalten. Ich meine, ne? Segeln Sie, Sie auch schon ordentlich leckgeschlagen. Also halte auf jeden Fall die Kanonen ruhig und versenke sie nicht. Näher ran! Die Enterhaken sind bereit! Ist das nah genug? Ich weiß es nicht. Vorsegel aufgeheim und zwar schnell! Zum Entern erst heute. Enterhaken los! Ran an die Beute! Okay. Beim Enter können sie die Drehboss noch wieder umbauen. Okay, das wollte ich doch gar nicht wissen, was da steht. Um die Leute abzuknallen. Ich sehe da nicht wirklich hin. Ich lasse das mal lieber nachher, geht das Ding noch ab. Aber es ist ein optionales Missionsziel, also, ne? Selber schuld, das Spiel hat es gesagt, das sollte ich machen. Wir nennen sie fette Beute. Und das war. Upsi. Verteidigt unser Schiff, Männer! Ja, tot den Spaniern. Das war ziemlich gut. Halten Sie zurück! Kann ich jetzt trotzdem noch hier hoch, obwohl es brennt? Okay, wer sind die Gegner? Ihr seid die Gegner. Kannst du deine Schwert einfach mal rausholen? So. Yeah, wir haben einen Schoner angegriffen. Que tengo un buen día, señor. Ich bin Captain Hornigold und das ist meine Crew. Wir sind Seeleute wie ihr, auch wenn wir andere Ziele verfolgen. Denn wir haben vor, euch allen Besitz zu nehmen. Doch keinem der Männer soll irgendetwas geschehen, solange sie sich nicht rühren. Ist das klar? No me mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. Spricht jemand Englisch? Inglés? Ein wenig. Sagt den Männern, dass wir eure Fracht rauben und keinem etwas antun, solange sie so stillhalten wie eine Sandbank. Ist das klar? Ich verstehe nicht. Ach, verdammt nochmal. Sperrt sie in den Frachtraum und nehmt alles mit, was zu holen ist. Ich meine, eigentlich das ist ganz fair. Ich meine, wir lassen sie am Leben und sie lassen uns in Ruhe ihre Schiffpläne. Ich sehe jetzt nicht das Problem damit, muss ich gestehen. Yay, Holz, Chromittel. Oh, ein Chromittel. Können die überhaupt dann Englisch sprechen? Was soll mit dem Schiff geschehen? Jack da reparieren, ja. Ein guter Fang heute, Kenway. Danke. Ein halbes Dutzend mehr davon und du hast für ein Jahr Ruhe. Lass uns die Ladung verkaufen und die Jackdaw mit ein paar Dingen verbessern. Ach, ein Jahr. Ich suche eine, um für mein Leben auszusagen. Dann bin ich König der Karibik. Wir kamen nach Nassau, weil wir Könige eigentlich satt hatten. Nun, ich werde aber ein Mann mit Vermögen und Würde sein. Mein Gott, vergiss den Traum, Knabe.
Okay. Nassau ist nun deine Heimat, nicht England. Räumst du nicht vom großen Treffer? Ich hab vergessen, welche Tasse das... So voll Gold und Silber, dass du dich zur Ruhe setzt. Warte mal. Es war ihn. Doch, aber es ist nur ein Traum. Jeder hofft, ein Dutzend herrenlose Truhen voll Gold zu finden. Rum. Doch die sind so rar wie ein ehrlicher König. Ich will den Rum haben. Was ist denn da los? Da ist jemand abgesoffen. Was ist das denn? Ach, ein Typ, der... Ja, okay. Ich verstehe. Hallo Kumpel, gib mir mal deinen Rum. Ich hätte sehr gerne deinen Rum. Volle Breitseite, bitte. Und Feuer! Präsentieren sich uns! Lasst sie dafür bezahlen! Hebt den Befehl, Sir! Das ist so ein bisschen zu hoch. Er ringt nach ein Schuss! Kanone bereit! Ja, Kriegsschiff wird nicht so. Das war ein bisschen kacke. Konzentrier dich aufs Ruder, Captain! New Slow Motion. Warum auch immer. Ja. Nehmt den Wind ab! Segel setzen! Bewegung! Die versuchen zu fliehen! Sag nur das Wort, Captain! Es war gerade ein bisschen unnötig, dass er mit der Slow-Mo mir mehr oder weniger die Steuern weggenommen hat. Aber hey! Nee, ich wollte das nur plündern wegen. Leesegel einholen! Zieht sie ran mit aller Kraft! Ich habe ja jetzt oft optionales Missionsziel, ne? Rumzuklauen. Ich will rumklauen. Mehr rum hier. Mit Beutelfall rum. Ho, ho, ihr seid tot. Yeah! Heil mir! Heil mir! Vielleicht kann da jetzt einer Englisch sprechen. Was soll mit dem Schiff geschehen? Nichts. Verkaufen Sie einen Rumpfzucker. Oder in der Kapitänskönte, okay. Aber ich glaube, ich musste 25 rumklauen, oder? Na ja. Oh Gott. Alle außer Großbergen! Ja, ich darf hier nicht so weit weg, ich sehe schon. Nein, ich wollte eigentlich... Captain ist am Großsegel setzen! Nach Salt Key. Gut, dann segeln wir mal nach salzigen Schlüssel. Huch. Habe ich die Markierung noch nach salzig Schlüssel oder ist das der Konvoi, den ich markiert habe? Salziger Schlüssel, da, salziger. Ne, das ist die salzige Lagune. Hör doch mal auf damit. Ah, wo ist denn hier irgendwas? Gute Frage. Ach, hier. Da ist das. Gut, aber weil es noch ein bisschen hin ist, würde ich mal sagen, ich mache einen kleinen Cut und wir sehen uns im nächsten Part dann wieder. Bis dahin, tschüss.